Hallo und herzlich willkommen zu dieser FAQ-Session. Ich freue mich, dass du dabei bist und heiße dich herzlich willkommen. Vor allem willkommen heißen will ich aber auch nicht nur jene, die hier live dabei sind jetzt, sondern auch jene, die sich das im Replay ansehen, hier auf Facebook oder auf YouTube. Auch dir ein herzliches Willkommen natürlich. Jetzt gibt es mal ein Codewort und dieses Codewort heißt Selbstmanagement-Formel. Das merkt ihr bitte, schreibt ihr auf. Am Ende dieses Live-Calls sage ich dir dann, was du mit diesem Codewort so alles anstellen kannst. Also mit Sicherheit eine ganz, ganz spannende Sache. Aber mehr dazu dann am Ende dieses Live-Calls. Was werde ich dir heute für Inhalte präsentieren? Auch ganz, ganz wichtig, denke ich. Erstens mal hat die Gerlinde mir eine Mail geschrieben und gefragt, Umsetzung des Ziels mehr Sport. Ja, sie würde gerne mehr Sport machen. Wie ist das möglich umzusetzen? Das ist die erste Frage, die reingekommen ist. Zweite Frage vom Heino. Zero Inbox außerhalb der Mailbox. Ja, da gibt es auch noch einiges, was man Zero machen sollte. Auch dazu wird es hier ein paar Tipps geben. Der Uwe, ja, die Sprachnotiz mit Siri in Evernote, wie das funktioniert, werde ich vorstellen. Und ja, vielleicht kommt dann noch die eine oder andere Frage von dir hier. Jetzt zunächst einmal, auch glaube ich ganz, ganz spannend, hatte gerade um 14 Uhr ein sehr spannendes Interview mit Beat Bühlmann, dem Evernote General Manager für Europa, und das erscheint am Sonntag, ja, so viel sei schon jetzt zu verraten, auf meinem Blog bzw. auf meinem Podcast, und das wird extrem spannend. Also, dieses kleine Announcement will ich hier auch noch machen. Bevor wir jetzt einsteigen, würde ich sagen, in diese FAQ-Session, und zwar mit der Frage von der Gerlinde. Und zwar schreibt die Gerlinde, ich hatte die letzten 2 Wochen Urlaub und wollte endlich mit Sport starten. Total motiviert habe ich mich in einem Fitnesscenter Nähe angemeldet. Die erste Trainingseinheit lief super, aber in der zweiten war ich total K.O. Nach der zweiten Einheit ging dann gar nichts mehr. Du postest immer wieder Instagram-Stories aus dem Fitnesscenter, da dachte ich mir, du kannst mir vielleicht helfen. Kann ich natürlich, ja, liebe Gerlinde. Instagram-Stories sind ganz lustige Sache, die poste ich in der Tat immer wieder, auch aus dem Fitnesscenter. Wenn du mir da folgen willst, kannst du das gerne tun, einfach auf Instagram nach Thomas Mangold suchen. Aber jetzt zu dieser Frage, mehr Sport, wie kannst du mehr Sport treiben? Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Zunächst einmal Gratulation überhaupt, dass du mit dem Sport begonnen hast, liebe Gerlinde. Dazu zählst du schon mal zur Elite-Gruppe. Ja, und jetzt da will ich dir ein paar Tipps fürs Dranbleiben geben, wie du eben dranbleiben kannst, hier mehr Sport zu machen. Erster Punkt, mach möglichst regelmäßige Schritte. Ja, vermutlich, ich gehe mal davon aus, dass du ein wenig zu schnell angefangen hast und zu viel gemacht hast. Ja, also lieber kleine, aber dafür regelmäßige Schritte gehen. Das ist mal der erste wichtige Punkt. Beschränk dich zum Beginn zu einer Sporteinheit, wenn du mit Sport erst beginnst, ruhig auf 20 Minuten. Ja, und arbeite nur mit wenigen oder geringen oder vielleicht gar keinen Gewichten. Ja. Ich sehe es halt immer im Fitnesscenter. Ich betreibe jetzt schon jahrelang Kraftsport, und im Fitnesscenter ist es so am 2. Jänner, das ist so die Horrorzeit, beginnt da für mich, ja, weil da ist das Fitnesscenter voll mit Leuten, die gerade anfangen. An und für sich eine super coole Sache, aber am 2. Februar, da ist es dann, ja, ich will jetzt nicht sagen leer, aber da ist dann immer gleich viel los. Vom 2. Februar bis 1. Jänner ist gleich viel los, und am 2. Jänner da bis bis Februar ist das ziemlich viel los. Warum ist das so? Anstatt kleine und regelmäßige Schritte zu machen, ja, machen die meisten große Schritte und hören dann bald wieder auf, weil der Körper natürlich zu rebellieren beginnt. Und das ist natürlich niemals eine optimale Sache. Also, wie kannst du Sport zur Gewohnheit machen, lieber Gerlinde? Ganz einfach. Plane es im Voraus und mach es zur Priorität. Das ist mal mein Tipp 1. Ja. Setz dich am Wochenende hin und plane deine Trainingseinheiten für die kommende Woche. Ja. Und wenn du diese Trainingseinheiten für die kommende Woche geplant hast, dann mach diese Dinge erstens mal, ganz, ganz wichtig, unverschiebbar und zweitens unabsagbar. Ja, das ist für den Anfang ganz, ganz wichtig. Also, Schritt 1, plane es im Voraus und mach es zur Priorität. Ist übrigens nicht nur im Sport so, mit jedem Ziel, das du umsetzen willst, musst du unbedingt so beginnen.
Zweiter Tipp, nutze einen Trigger. Ja, wenn du mehr Sport machen willst, dann ist ein Trigger ganz, ganz wichtig. Ja, das heißt, was könnte so ein Trigger jetzt für Sport sein oder für Fitnessstudio-Besuche sein? Entweder vor der Arbeit oder nach der Arbeit. Ja, das sind schon mal gute Trigger. Oder zu einer gewissen Uhrzeit. Ja, im Urlaub ist es natürlich einfacher. Wenn du jetzt im Urlaub bist, dann kannst du das aussuchen. Ja, aber wenn du wieder im Arbeitsbereich bist, musst du einen guten Trigger finden. Jetzt, wann ist für dich der optimale Zeitpunkt? Ja, nach der Arbeit ist in der Regel so ein guter Zeitpunkt. Wenn du früh aufstehen bist, dann auch vor der Arbeit. Das sind gute Trigger für mehr Sport. Ja, also zweiter Punkt, nutze unbedingt einen Trigger. Nicht nur für Sport, sondern für alle Gewohnheiten, die du dir angewöhnen willst. Dritter Punkt, ganz, ganz wichtig, minimiere Widerstände. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache Sport und ich mache Sport erst, nachdem ich in der Arbeit war, ja, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du die gepackte Sporttasche schon mit in die Arbeit nimmst und von der Arbeit direkt ins Fitnesscenter fährst. Warum? Andersrum erklärt, du kommst heim, setzt dich mal hin auf die Couch und denkst dir, okay, ich fahre jetzt dann noch ins Fitnesscenter, ich setze mich nur kurz auf die Couch. Das funktioniert nicht. Ja, dann ist der Widerstand schon zu groß. Bei vielen funktioniert es nicht. Ich will jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber bei den meisten funktioniert es nicht. Und ich nehme mich da nicht aus. Also wenn ich mal im Gemütlichkeitsfaktor bin, dann geht das genauso wenig bei mir. Also dritter Schritt beim Angewöhnen von Gewohnheiten, unbedingt Widerstände minimieren. Also auch das ist ganz, ganz wichtig. Vierter Punkt beim Angewöhnen von Gewohnheiten. Kenne das Warum hinter deinem Wunsch. Warum willst du überhaupt Sport machen? Was ist deine Motivation, die dahinter steckt? Schreib dir auf ein Blatt Papier und heb dir dieses Blatt Papier auf, schreib dir in einen Blog hinein. Ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Nicht, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, dann läuft es ohnehin von alleine. Aber was ist, wenn es nicht gut läuft? Dann musst du dieses Warum genau kennen, weil es dir dann zusätzlich Motivation gibt. Ja, also das sind die Schritte, die ich zum Angewöhnen einer neuen Gewohnheit, in deinem Fall, lieber Gelinde, mehr Sport machen würde. Ja, mehr dazu, wenn du auf Selbstmanagement Rocks im Memberbereich bist, im Gewohnheiten-Basiskurs, findest du zu dieser Frage mehr Antworten. Also da gibt es wirklich, wie kann ich mir eine Gewohnheit leicht, schnell und einfach ja, zu Gemüte führen. Also das mal erste und ganz, ganz wichtige Sache. Ja, dazu eben mehr. Ja, das war die erste Frage von der Gerlinde. Also wenn du jetzt irgendwelche Fragen hast, dann zögere nicht und schreib die da hinein. Ich beantworte auch gerne Live-Fragen. Ich weiß schon, man outet sich nicht so gern mit Selbstmanagement-Fragen, aber wenn du irgendeine Frage hast, schreib das einfach jetzt hier rein in die Kommentare und ich sehe mir das dann an und beantworte die hier live. Zweite Frage kommt vom Heino. Ah, Heino fragt, Zero Inbox außerhalb der Mailbox. Wie funktioniert das? Und er schreibt, vielen Dank für deinen tollen Zero Inbox Kurs. Ich habe das System umgesetzt und es funktioniert schon sehr gut. Ich muss es allerdings noch ein wenig an meine Bedürfnisse anpassen. Wie gehst du mit den anderen Inboxen um? Also zum Beispiel der Evernote Inbox, der Todoist Inbox oder der physischen Inbox, schreibt er. Ja, vielen Dank, lieber Heino, für die Blumen erstens mal und Gratulation, dass du den Zero Inbox Kurs absolviert hast. Damit wirst du in der Abarbeitung deiner E-Mails schon mal sehr, sehr viel schneller vorankommen und weniger Zeit damit vergeuden, sage ich jetzt mal. Weiter so auf alle Fälle. Und zweitens eine gute Frage, das ist vielleicht was in diesem Kurs fehlt. Ja? Also E-Mails prinzipiell zweimal täglich Inbox reinschauen, das genügt bei mir. Zumindest am Abend ist sie dann mit Sicherheit leer. Ja? Also das ist mal Punkt 1. Evernote Inbox. Bei der Evernote Inbox ist es so, dass ich alles, was ich unter der Woche in Evernote sammle, das schiebe ich in die Inbox rein. Ja, und dort ist, die Inbox ist dazu mein Verschiebebahnhof. Und am Samstagvormittag setze ich mich dann hin und teile das auf die jeweiligen Notizbücher auf. Ja, das heißt, Samstagvormittag ist mein administrativer Tag. Da teile ich alles, was in Evernote reingekommen ist, dann auf die verschiedenen Notizbücher. Und Samstagvormittag ist dann die Inbox in Evernote wieder leer. Wie mache ich es in Todoist? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Todoist ist ein Aufgabenverwaltungsprogramm, wer das nicht kennt. Und im Todoist mache ich es auch einmal wöchentlich. Auch am Samstag. Allerdings, und das ist ein großer Unterschied zu Evernote, kommen im Todoist nur Aufgaben hinein, die zumindest bis nächste Woche Zeit haben. Die kommen in die Inbox. Wenn ich eine Aufgabe da reinschreibe, die ich noch diese Woche erledigen muss, dann bekommt die sofort ein Datum.
sonst funktioniert das System natürlich nicht. Ja, klar. Und das heißt, alles, was vor Samstag fällig wird, das ordne ich sofort an einem Tag zu, an dem ich es abarbeiten will. Und alles, was unter der Woche, also erst nächste Woche fällig wird, das kommt ganz einfach in die Inbox und wird am Samstag dann auf den jeweiligen Tag der nächsten Woche verteilt. Dann bleibt noch die dritte Inbox, die es gibt, die physische Inbox. Da kommt alles hinein, was so, ja, ganz einfach Briefe, Rechnungen, alles, was halt per Papier daherkommt. Das kommt in diese physische Inbox und auch die wird einmal wöchentlich am Samstagvormittag bearbeitet. Außer es ist was ganz Wichtiges dabei. Wenn da was ganz Wichtiges dabei ist, dann nehme ich das, lege es hierher auf den Schreibtisch und arbeite das so schnell wie möglich ab. Ja, aber ansonsten einmal wöchentlich reicht in der Regel vollkommen aus. Da sind Rechnungen drinnen, die zu bezahlen sind oder so. Also wenn das ein paar Tage liegen bleibt, ist das in der Regel nicht weiter tragisch. Ja, also so gehe ich mit meinen Inboxen um und damit habe ich, wie gesagt, bei den E-Mails täglich Zero Inbox, bei Evernote, Todoist und bei der physischen Inbox habe ich dann eben einmal wöchentlich Zero Inbox. Reicht für mich und meine Bedürfnisse vollkommen aus. Musst aber natürlich schauen, wie du das für deine Bedürfnisse dann machen willst. Ja, soweit die Frage vom Heino. Und jetzt kommt noch die dritte Frage, die mir gestellt worden ist. Die ist vom Uwe. Wie gesagt, nochmal die Aufforderung, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib die jetzt ruhig in die Kommentare hinein. Überhaupt kein Problem, dann beantworte ich die gerne live. Aber jetzt mal die dritte Frage, die ich via Privatnachricht bekommen habe vom Uwe. Und oder via Mail, glaube ich. Sprachnotiz mit Siri in Evernote. Ja, wie funktioniert das? Das funktioniert mit dem neuen iOS 11 Update, das vor ein paar Tagen, ich glaube am Donnerstag oder weiß nicht ganz wann es vorgestellt wurde, oder Mittwoch oder Dienstag, keine Ahnung, Evernote Keynote ist das vorgestellt worden, das neue iOS 11. Da wird es dann in Evernote gehen, dass du das machst mit einer Sprachnotiz. Mittlerweile musst du einen kleinen Umweg nehmen. Und dieser kleine Umweg sieht so aus, dass du schlicht und einfach deine Evernote E-Mail-Adresse, ja, du bekommst jedes Evernote-Konto hat ja eine Evernote E-Mail-Adresse. Die speicherst du in deinen Kontakten. Ja, wenn du die in deinen Kontakten gespeichert hast, dann ist das eine super Sache, weil dann kannst du nämlich dir mit Siri eine E-Mail senden lassen. Und das funktioniert schon. Und zwar möchte ich das jetzt kurz vorführen hier. Schauen wir mal, wir starten mal Siri. Ja, Vorführeffekt, jetzt will Siri nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. E-Mail senden. Evernote. Wie soll der Betreff der E-Mail sein? Test. Okay, was soll in der E-Mail stehen? Das ist eine kurze Vorführung. Okay, Thomas, hier ist deine E-Mail-Nachricht an Evernote-Konto. Ja, schauen wir mal, ob man das gut sieht jetzt. Senden. Ich habe sie gesendet. So, und damit habe ich meine E-Mail an Evernote gesendet und damit ist sie in meiner Inbox und so kann ich während dem Autofahren super diktieren, ja, oder wenn ich irgendwo herum anders bin, super diktieren und so landet diese E-Mail dann direkt in Evernote und ich habe das, was ich da via Sprachnachricht, via Sprechen aufgeschrieben hat, direkt in Evernote drinnen. Funktioniert also wirklich super. Ja, das waren die drei Fragen, die mir im Voraus gestellt worden sind. Wenn du jetzt sagst, ich habe noch eine Frage, dann tipp die doch jetzt hier unterhalb oder oberhalb in den Kommentar hinein, dann beantworte ich die gerne live. Ich schaue jetzt mal nach, ob da schon was gekommen ist. Nein, mittlerweile noch nicht. Also, wenn du da eine Frage hast, dann tipp die einfach rein. Während wir da vielleicht ein wenig noch warten, vielleicht traut sich ja noch jemand, mal schauen, will ich noch was ankündigen, und zwar wird es ein Live-Event von mir geben, und zwar Live-Event Gerümpel-Challenge Arbeitsplatz-Büro. Ja, ich werde mit euch gemeinsam an einem Tag, oder besser gesagt an zwei Tagen, also zwei Tage gibt es für diese Challenge, das Büro bzw. den Arbeitsplatz entrümpeln und reorganisieren. Ja, und zwar wird es da zwei Termine zur Auswahl geben. Einerseits den 8.7. und einerseits den 29.7. starten wir das Ganze um 8. Dauern wir zu 6 Stunden ungefähr und da werden wir gemeinsam deinen Arbeitsplatz, dein Büro entrümpeln. Also wenn du daran Interesse hast,
dann send mir jetzt einfach eine E-Mail an office@thomas-mangold.com oder einfach eine Privatnachricht hier auf Facebook. Dann merke ich das vor. Alle Mitglieder von Selbstmanagement Rocks können da vollkommen kostenlos teilnehmen. Für alle anderen wird es ein wenig kosten. Ja? Und ja, das als Announcement. Also, nochmal die Aufforderung, wenn du irgendeine Frage hast an mich, dann tipp die jetzt einfach in die Kommentare, dann beantworte ich die live. Heute scheint das irgendwie nicht der Fall zu sein. Wir warten einfach noch ein wenig. Aber solange wir warten, habe ich noch was für euch. Und zwar habe ich am Anfang dieser Aufnahme, am Anfang dieses Videos, ein Codewort gesagt, mit dem du etwas gewinnen kannst. Ja? Und was du gewinnen kannst, das ist mein Buch, die Selbstmanagement-Formel. Die kannst du gewinnen, wenn du mir einfach eine Privatnachricht schickst, hier auf Facebook mit dem Codewort, das ich zu Beginn dieses Videos gesagt habe. Einfach Privatnachricht, dann verlose ich unter allen Teilnehmern dieses Buch, die Selbstmanagement-Formel, mein Buch. Ja? So viel dazu. Also, wenn du eine Frage hast, dann tipp die jetzt bitte einfach in die Kommentare. Ich warte noch ein bisschen und nehme dabei hier einen Schluck. Aber heute, Freitag, scheint niemand mehr in Fragelaune zu sein. Ist ja auch schon, geht ja schon dem Wochenende entgegen. Ja, ich verstehe das natürlich auch. Ja, da kommt eine Frage. Super. Matthias, herzlich willkommen nochmal. Freut mich sehr. Was sagst du zum Thema papierloses Büro? Wäre das ein Produktivitätszuwachs? Ja, also für mich auf alle Fälle. Ich denke schon, dass es immer mehr in die Richtung geht. Papierloses Büro ist ehrlich gesagt mir ein wenig, ja, zu viel, aber ein papierarmes Büro, das versuche ich zu führen. Also bei mir gibt es ganz, ganz wenig Papier nur noch. Ich versuche so wenig wie möglich auszudrucken und das funktioniert sehr, sehr gut. Wenn du Evernote verwendest, ja, dann bist du schon mal am richtigen Weg, dieses papierlose Büro zu machen. Und musst dir mal vorstellen, warum hat denn ein papierloses Büro den großen Vorteil, wenn du es gut organisierst und wenn du es gut ablegst, wohlgemerkt. Ganz einfach, ein papierloses Büro, da kannst du die Dinge in Evernote speichern oder auf deiner Dropbox speichern oder in einem Cloud-Service speichern oder auch auf deiner Festplatte speichern und du findest die Dinge natürlich viel schneller. Ja, also das stell dir vor, du druckst alles aus, legst das in Ordnern ab, ja, dann musst du mal aufstehen, musst dorthin gehen, musst den richtigen Ordner finden, den Ordner musst du rausnehmen, auf deinen Schreibtisch befördern, musst da drinnen mal suchen, 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 dann findest du es. Wenn du es gut organisiert hast, wird es relativ schnell gehen. Ja. Wie mache ich das? Ich speichere alles in Evernote. Evernote hat eine wunderbare Suchfunktion, die wirklich sehr, sehr viel kann. Und da tippe ich dann mein Suchwort ein und binnen ein paar Sekunden habe ich das gefunden, was ich finden will. Ja, also insofern schon ein massiver Produktivitätszuwachs, wie ich finde, und ja, der mit Sicherheit sehr dazu führt, dass ich sehr produktiv bin. Zweiter Vorteil vom papierlosen Büro ist, dass du von überall aus der Welt aus, zumindest wenn du cloud-basierten Service nimmst, ganz klar, von überall auf der Welt aus auf diese Sachen zugreifen kannst. Ja, also wenn ich mal im Ausland bin und muss trotzdem in Evernote, brauche ich zwei Dinge: ein Computer, ein Smartphone, ein Tablet-PC und Internetverbindung. Das ist es. Und damit habe ich von überall aus Zugriff und ich glaube, dass das schon sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll wird und in Zukunft kein Weg mehr dran vorbei gehen wird. Ja, also an die Digitalisierung müssen wir uns gewöhnen. Ja, ich werde dazu in Kürze, ich habe es schon am Programm, ein Video machen, das ich auch hier auf Facebook veröffentlicht werde, wo ich über Digitalisierung spreche und wo vor allem die Leute, die Kinder haben. Also ich glaube, dass dieses Thema extrem, extrem wichtig ist, weil du auf die Ausbildung der Kinder jetzt schon Rücksicht nehmen musst auf diese Digitalisierung. Und ich sehe das als große Gefahr für die Zukunft, dass Kinder jetzt hier Ausbildungen machen, die für Jobs, die es in Zukunft nicht mehr geben wird. Ja, und dazu wird es ein Video geben, weil ich mich mit dem Thema in letzter Zeit sehr, sehr beschäftigt habe und sehr, sehr viel darüber gelesen habe bzw. gehört habe. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man das sehr, sehr bald Aufklärung betreibt. Ich selber habe keine Kinder, aber mein Neffe macht jetzt in den Sommerferien schon einen Programmierkurs. Der ist jetzt da 11 Jahre alt und ich glaube, dass das wichtig ist. Ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Aber da kommt noch ein eigenes Video. Ja, danke für den Daumen hoch, Matthias. Freut mich sehr, dass dir meine Antwort dazu gefallen hat. Wie gesagt, wenn jemand noch eine Frage hat, einfach jetzt noch reintippen. Auch wenn schon Freitagnachmittag ist. Wir machen das noch, wir powern noch. Auch wenn er schon ein wenig im Wochenende steht. Ja.
Nochmal kurz zum Thema Digitalisierung, da werden wir noch ein wenig warten. Also da fallen extrem viele Jobs weg. Und ich werde da auch ein paar Buchtipps dazu geben. Hörbuchtipps, ich höre in letzter Zeit sehr, sehr viel. Und da ist echt viel im Kommen, auch was das Thema Robotik betrifft. Da werden viele, viele Millionen Jobs entstehen in dem Bereich. Aber es werden viele, viele Millionen Jobs wegfallen, die jetzt, sag ich mal, sich, ja, normale Jobs, die Datenverarbeitungsjobs, aber auch im Bereich, ja, Altenpflege, im Bereich, viele, viele Jobs werden wegfallen. Extrem spannendes Gebiet, es wird nicht in 5 Jahren so weit sein, es wird vielleicht auch noch nicht in 10 Jahren so weit sein, aber alle, die so zwischen 0 und 30 Jahre jetzt sind, die sollten sich mit dem Thema Digitalisierung intensiv beschäftigen, weil die sind schwerst gefährdet, im Job mal durch dieses Thema zu verlieren. Aber dazu gibt es in den nächsten Tagen, ich weiß nicht, ob ich es nächste Woche schaffe, aber es kommt im Juni noch ein Video zum Thema Digitalisierung, das ich unbedingt machen will, weil da wird extrem viel kommen. Ja, wie gesagt, Codewort für den Gewinn, Buch, die Selbstmanagement-Formel von mir, hat es am Beginn dieses Videos gegeben, schaut da nochmal rein, Privatnachricht senden mit dem Codewort und ich verlose und allen Teilnehmern eines meiner Bücher. Gut, da jetzt nicht mehr gravierend viele Fragen kommen, danke auf jeden Fall Matthias für deine Frage, freue mich riesig. Dann schauen, wir werden vielleicht das nächste Mal einen anderen Termin als den Freitagnachmittag dafür wählen. Aber dann würde ich jetzt langsam diesen Live-Call beenden. Habe ich noch etwas auf der Liste? Ja, einfach, wenn du irgendwelche Fragen hast für den nächsten Live-Call, dann kannst du die jetzt auch unterhalb dieses Videos in den oder überhalb dieses Videos in den Kommentaren schreiben. Ich werde jetzt regelmäßig so eine FAQ-Session machen. Wöchentlich weiß ich nicht, ob sich's ausgehen wird, aber alle 14 Tage wird es das geben. Und ja, wenn du da irgendeine Frage hast, dann entweder Privatnachricht an mich senden, E-Mail an mich senden, office@thomas-mangold.com, dass ich es rausbringe, E-Mail an mich senden oder einfach einen Kommentar hinterlassen. Dann beantworte ich die Frage im nächsten Live-Call. Auch gerne anonym, nur mit Vornamen, ist überhaupt kein Problem. Ich verstehe, dass der eine oder andere ein Problem damit hat, hier öffentlich eine Frage zu stellen. Aber wenn du da was hast, dann hinterlass mir da einfach diese Frage. Ja, damit beende ich diesen Live-Call hier jetzt offiziell. Freue mich, dass du dabei warst. Wenn du Benachrichtigungen bekommen willst, wenn ich live gehe, dann hast du jetzt nach diesem Video die Möglichkeit, diese zu aktivieren. Würde mich sehr freuen, wenn du das nutzt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen schönen Freitag. Genieß den Abend noch. Schönes Wochenende. Erhol dich. Mach's gut. Und genieße deinen Tag. Also. Ciao.